begrüßen, die den Weg jetzt zu uns gefunden haben. Das war sicherlich am Anfang nicht ganz so einfach, auch mit der Zuschaltung des Films. Ich weiß jetzt nicht oder wir wissen nicht genau, ob alle den Film jetzt schon bereits gesehen haben, aber er ist ja in der Mediathek dann noch verfügbar. Also herzlich willkommen zu unserer Gesprächsrunde. Und ganz besonders herzlich möchte ich natürlich auch unsere Expertin begrüßen, die wir heute ins Gespräch hier mit einbeziehen wollen. Zuerst natürlich Nico Schmolke, den Autor des Films. Vielleicht ist es möglich, dass derjenige sich mal kurz bemerkbar macht, damit er ins Bild kommt. Hallo, schön, dass Sie alle da sind. Gut, prima, danke. Soweit erstmal. Als zweiten dann Professor Dr. Dieter Scherer von der TU Berlin. Er ist dort Leiter des Fachgebiets Klimatologie am Institut für Ökologie. Herzlich willkommen, Herr Professor Scherer. Willkommen. Und als Dritten im Bunde begrüßen wir ganz herzlich Carsten Zülke als Leiter vom Wassermanagement der Stadtwerke Potsdam. Herzlich Ja, willkommen. schönen guten Abend auch. Herzlich willkommen von mir. Ja, also an erster Stelle möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich dafür bedanken. Das ist ja für uns hier in Großlienicke heute Abend auch eine Premiere, live online mitgeschnitten zu werden und dann nachher über Monate hinweg über YouTube immer wieder zugriffsfähig zu sein. Wir wollen das mal testen, ob das eine gute Möglichkeit ist, die möglicherweise sogar über Corona hinaus für uns dann auch noch zur Verfügung stehen könnte. Ich denke, das ist ein ganz praktikabler Weg. Ja, wie steigen wir jetzt in den Abend ein? Ich würde ganz gerne mit dem Autor des Films, Herrn Nico Schmolke, kurz beginnen. Jahrgang 91. Und er hat aber schon sehr, sehr viel erlebt, ist Reporter bei der Berliner Zeitung gewesen, hat als freier Autor für den RBB gearbeitet, für Radio 1, für den RBB 24 und ist durch die Welt gereist. Soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte, waren Kuba, Nicaragua, Rumänien, Serbien, Syrien, im Irak, in der Türkei und jetzt in Brandenburg. Also das ist natürlich schon sehr spannend, erstmal die ganze Welt zu bereisen und dann sich dem lokalen Thema in Brandenburg zu widmen. Herr Schmolke, wie sind Sie dahin gekommen? Das würde uns sicherlich mal kurz interessieren. Na, ich bin, also auch nochmal guten Abend an alle und danke für die Einladung. Also ich bin selber Berlin-Brandenburger sozusagen, also bin in Südost-Berlin aufgewachsen, aber auch ganz viel in Brandenburg, weil ein großer Teil der Familie hier wohnt. Von daher ist schon immer ein großes Interesse für die lokalen Themen da, aber halt eben auch, wie Sie ja gesagt haben, so ein bisschen der Blick nach außen. Also Nordirak, Nordsyrien war ich jetzt beispielsweise vor knapp 2 Jahren und habe die Deutschen vom IS, vom Islamischen Staat, dort quasi gesucht, die jetzt in Gefangenenlagern sitzen und gefragt, was passiert eigentlich mit denen. Und ich finde es eigentlich ganz schön, diese Abwechslung zu haben und beispielsweise auch beim Thema Wasser, um da gleich ein bisschen in die Richtung zu gehen, bemerkt man ja dann doch in anderen Teilen der Welt schon, dass die Situation doch auch noch eine ganz andere ist. Also dass beispielsweise die Zulieferung von Trinkwasser aus anderen Regionen schon erfolgen muss, um vor Ort noch genug zu trinken zu haben oder der Zustand der Vegetation und so irgendwie ein anderer ist. Deswegen finde ich es eigentlich mal ganz gut, wenn man ein bisschen durch die Welt kommt und dann vielleicht auch den Blick eben auf die eigene Umgebung so ein bisschen schärft, weil man vielleicht gesehen hat, was anderswo irgendwie läuft. Und ja, zum Thema Wasser bin ich dann einfach gekommen, weil man ja nun doch einfach durch Erzählungen, Leute berichten von Badeseen oder vom See bei ihnen um die Ecke, neben ihrem Bungalow, dass der irgendwie verschwindet oder so. Man kennt die Erzählung, dass die Spree ab und zu mal rückwärts fließt im heißen Sommer und so. Und dem wollte ich dann einfach mal ein bisschen auf den Grund gehen. Und so ist dann der Film entstanden. Genau. Also das ist ja ein sehr komplexes Thema, ne? Also der Film reißt das ja auch in der Vielfalt an, hat mich persönlich sehr stark beeindruckt und hinterlässt ja durchaus einen Eindruck, der dann ganz, ganz schnell wieder in die Regionalität hineinführt. Wir haben in Großklinike, haben wir auch zwei große Seen, den Großkliniker See und den Sacroer See. Und die Problematik ist dort in der Wahrnehmung zumindest erstmal ähnlich, weil der Wasserstand
des Sees, der über die Grundwasserleiter gespeist wird, ja rückläufig ist und in den letzten Jahren noch schon dramatisch, ich glaube, so um einen Meter im Wasserspiegel verloren hat. Herr Professor Scherer, an Sie kurz die Frage. Sie betrachten das ja aus der universitären Richtung heraus, also unter dem globalen Thema der Klimatologie, der Klimaveränderungen. Inwieweit spielt für Sie die Regionalität im Kleinen dann wiederum eine Rolle? Ja, zunächst einmal wohne ich selbst in Großklinike und bin dann natürlich dann auch persönlich A betroffen und B interessiert. Und eines der spannenden Fragen, die mich immer beschäftigt, ist, wie diese großen globalen Prozesse sich dann wirklich im Detail in den konkreten Lebensräumen auswirken. Ob das jetzt in Städten ist, die ja sehr, sehr kompliziert sind, mit sehr kleinteiligen Strukturen, oder in so relativ kleinen Einzugsgebieten wie denen des Großgliniker Sees oder des Sakura-Sees, wie sich das herunterbricht von der globalen auf die lokale Ebene, das ist ein wissenschaftlich sehr spannender Prozess. Ja, Herr Zülke, vielleicht an Sie kurz die Frage. Die Stadtwerke Potsdam, die werben ja mit dem Slogan, Qualität steht an erster, oberster Stelle. Wir sind stolz, dass unser Potsdamer Trinkwasser den höchsten Standards entspricht. Wenn man jetzt dem Film nachgeht und wenn ich das Beispiel von Wandlitz nehme, so ist doch die Entwicklung also schon recht dramatisch. Zumindest also für den Endverbraucher. Stehen wir vor ähnlichen Problemen in Potsdam? Na, das Problem dort in Wandlitz, das ist ja jetzt kein klimabedingtes Problem oder so, das ist eigentlich ein technisches Problem dort in den Rohrleitungen, dass die halt übernutzt werden und ja, es dann zur Auflösung von Ablagerungen kommt. Das ist vielleicht auch sagen wir mal, ein Problem oder ein Thema der Wartung der Netze und des Netzbetriebes. Und man muss sich dann darauf einstellen und ja, in kritischen Abschnitten, die man eigentlich kennen sollte als Versorger, dann auch mal Rohrnetzspülungen durchführen und das machen wir auch in Potsdam. Also diese ja, großen Spitzennamen, die haben jetzt nicht wirklich Einfluss auf die Qualität. Und wie gesagt, in Potsdam ja, warten wir unser Netz regelmäßig, sodass das nicht so massiv auftreten sollte. Aber es gibt auch mal so einzelne Ecken, die halt auch kritisch sind, wo noch alte Leitungen in der Erde liegen und so, wo sowas dann auch auftreten kann. Aber da wird dann auch schnell gehandelt, wird hingefahren, gespült, die Leute können beim Dispatcher anrufen und dann kommt auch noch am gleichen Tag jemanden vorbei und hilft das Problem zu lösen. Aber grundsätzlich ist die Qualität in Potsdam gut und wird es auch bleiben, auch in Zukunft. Aber die geologischen Verhältnisse bilden ja auch in Potsdam die Basis dafür, dass Trinkwasser gefördert werden kann. Also das Ja. heißt aus den Grundwasserleitern. Und im Film spielen die ja durchaus eine Rolle. Es sind ja offenbar also auch mehrere Leiter, die Grundwasserleiter, die übereinander liegen. Und wie kann man das bewerten? Jetzt gibt es also klare Vorstellungen darüber, in welchen Bereichen jetzt über die Grundwasserleitung dort also welche Voraussetzungen gegeben sind. Die sind ja sicherlich sehr unterschiedlich, ne? Naja, es gibt grundsätzlich drei Grundwasserleiter in Brandenburg. Also der erste unbedeckte Grundwasserleiter, den man ja nur selten, sag mal, für die Wasserversorgung nimmt oder ja, wenn man keine anderen Verhältnisse hat, keine anderen Bedingungen, dann den zweiten bedeckten Hauptgrundwasserleiter, das ist so der hauptsächlich genutzte. Und dann gibt es noch tiefe Grundwasserleiter, die teilweise auch genutzt werden können. Also die nutzen wir teilweise auch hier im Potsdamer Raum. Aber die sind manchmal auch versalzen schon und nicht immer und überall nutzbar und auch nicht immer gut vorhanden. Die Grundwasser ist ja kein statischer Vorrat, so wie das im Film manchmal so ein bisschen rüberkam. Dann ist das Wasser alle und dann haben wir keins mehr. Das unterliegt ja der Grundwasserneubildung, also durch den Niederschlag, der hier fällt. Ja, das meiste verdunstet wieder auch durch die Pflanzen. Und ja, circa 10, wenn es gut sind, 15% des Niederschlags versickern dann ja, in tiefere Schichten in das Grundwasser, bilden das Grundwasser neu. Und nur im Rahmen dieser Neubildung kann dann Wasser auch wieder genutzt werden. Also da müssen wir eben auch die Nachweise führen gegenüber der Aufsichtsbehörde, der Wasserbehörde und nachweisen, dass das Grundwasser da ist, durch Beobachtungen, durch Modellrechnungen, durch Gutachten. Das ist schon alles sehr aufwendig und teuer und wir müssen auch ein sehr umfangreiches Monitoring betreiben. Dass wir eben auch nachweisen, dass wir die Ressourcen nicht übernutzen. Und wenn wir die nicht übernutzen, dann haben wir auch in Zukunft ausreichend Wasser vorhanden.
In dem Zusammenhang mal noch eine anschließende Frage, bevor wir doch den Kreis öffnen. Ich bin schon der Meinung, wir sollten jetzt also nicht im Dreiergespräch oder Vierergespräch ja miteinander kommunizieren, sondern jeder hat die Möglichkeit, also direkt ins Gespräch mit einzugreifen, entweder über den Chat oder das Handzeichen kann ja auch genutzt werden. Oder wenn das Handzeichen nicht hilft, dann ruft man einfach dazwischen, sodass wir, denke ich mal, jetzt auch noch mehr Stimmen mit berücksichtigen können. Das sind ja viele Großkliniker jetzt hier unmittelbar mit dabei. Aber trotzdem noch mal eine Frage von mir. Großklinike ist ja nun, oder Potsdam, Randgemeinde zu Berlin. Gibt es über die gemeinsame Landesplanung dort eine Korrespondenz oder eine Zusammenarbeit jetzt, was das Grundwassermonitoring zwischen Brandenburg und Berlin anbetrifft? Naja, es ist ein bisschen schwierig mit Berlin und Brandenburg. Es hätte durchaus Sinn gemacht, wenn die Länder sich mal vereinigt hätten, zu den, sag mal, Verhältnissen der Landesbehörden. Da will ich nichts zu sagen. Aber ich weiß also, das Land Berlin macht jedes Jahr einen Grundwassergleichenplan. Dort steuern wir auch Daten bei, damit die also auch über die Landesgrenze hinaus das darstellen können. Andersrum auch. Und wir stehen auch im Kontakt mit den Berliner Wasserbetrieben und mit anderen Wasserversorgern ringsrum. Und wir haben ja in den letzten Jahren auch alle zusammen, die Berliner Wasserbetriebe und die Wasserversorger um Berlin rum, 15, 16 Versorger insgesamt, so eine Initiative gemacht. Erst hieß es so Masterplan, aber das war dann nicht so gewünscht, nennt sich Initiative Trinkwasser Brandenburg-Berlin. Also für die Metropolregion haben wir dort mal ein Wasserversorgungskonzept gemacht, mal eine Bestandsaufnahme gemacht, wie viele Wasserrechte haben wir hier, wie ist der Wasserbedarf, wie steigt er, wie entwickelt sich. Da haben wir einen sehr guten Überblick bekommen in den letzten Jahren, weil wir eben wissen, das Wasser ist knapp und wir müssen zusammenarbeiten. Die Idee war eigentlich, naja, irgendeiner wird schon zu viel haben und dann kann man das ausgleichen, aber es hat sich herausgestellt, es hat eigentlich keiner zu viel. Und ja, man wird in der Region auch stärker zusammenarbeiten müssen. Also das ist eigentlich ein Unding, muss man sagen. Hier, wir versorgen hier so im Zentrum circa 5 Millionen Einwohner, 3,5 in Berlin und im Umland dann auch noch 1,5, 2 Millionen Einwohner. Aber es gibt keine großen Verbundsysteme. Ja, wenn man ein Stückchen weiter guckt, Magdeburger Raum schon oder dann Sachsen-Anhalt, da gibt es Fernwasserversorgungssysteme und weiter südlich sowieso, da geht es gar nicht anders. Auch Baden-Württemberg oder am Rhein oder Thüringen, Erzgebirge gibt es große Fernwasserversorgungssysteme. Bloß hier haben wir keinen Verbund in der Berliner Region. Und das ist eigentlich eine Aufgabe, auch hier in der Region Verbünde zu schaffen und Ressourcen auch zu erschließen für die Region, die dann für alle genutzt werden können. Und dann wird es solche Probleme wie in Wandlitz dann eben auch nicht mehr geben. Also wir werden ja sicherlich zum Schluss ein Fazit ziehen und wir werden auch dahin kommen. Also was man möglicherweise als Empfehlung mit auf den Weg nehmen könnte. Also sowohl an die Parlamente jetzt in Potsdam und auch an das Parlament in Berlin gerichtet. Das wäre zum Beispiel ja so ein Punkt, würde ich jetzt schon mal festhalten wollen. Herr Professor Scherer, wie ist das eigentlich? Die Klimaveränderungen, ja, haben die jetzt unmittelbaren Einfluss oder sind die so direkt als Ursache für das Wasserproblem in unserer Region zu sehen, also sicherlich nicht alleinig, oder aber doch. Wie kann man das verstehen? Ja, also der Wasserkreislauf ist natürlich extrem komplex, weil im Winter und im Frühjahr wird das Grundwasser durch die Grundwasserneubildung, werden die Vorräte wieder aufgefrischt. Und das heißt, die Niederschläge, die dann eben im Winter vor allen Dingen und im Frühjahr stattfinden, die sind gerade für das Grundwasser wichtig. Im Sommer haben wir natürlich dann die Verdunstung und da muss man unterscheiden eben zwischen der physikalischen Verdunstung, die halt eben vom See zum Beispiel ausgeht, und der Transpiration, die praktisch direkt eins zu eins mit dem Pflanzenwachstum gekoppelt ist. Also ohne Transpiration gibt es gar kein Pflanzenwachstum. Und das ist dann sozusagen wieder eine Situation, wo das Wasser aufgebraucht wird. Und wenn wir uns die letzten 20 Jahre anschauen, und speziell die letzten 10 Jahre, dann stellen wir fest, dass eben im Winter und im Frühjahr die Niederschläge rückläufig sind, stark rückläufig. Und wenn wir dann die Klimawandeluntersuchungen
die jetzt auch speziell hier für Brandenburg, Berlin gemacht wurden, anschauen, da müsste genau das Gegenteil der Fall sein. Eigentlich müssten die Niederschläge tendenziell ansteigen. Und das bedeutet, und da gibt es genügend Belege, die ich auch gerne zur Verfügung stellen kann, die eigentlich sagen müssten, dass der See eigentlich profitieren müsste vom Klimawandel, was die Grundwasserseite betrifft. Und das bedeutet, dass entweder die Klimavariabilität, eben diese Schwankungen, die halt eben von Jahr zu Jahr oder manchmal auch von Jahr zu Jahrzehnt stattfinden, dass die eine ganz große Rolle spielen und natürlich dann auch die immer noch nicht gut bekannte Verbrauchsseite, die da halt eben auch quantifiziert werden muss. Also viel komplexer, als dass man jetzt einfach nur den Klimawandel jetzt sozusagen als Ursache nennen kann. Also findet man jetzt unmittelbar über die Klimamodelle, über die verschiedenen Klimamodelle auch keine einfache Erklärung dafür. Das ist genau gegenteilig und das ist auch, das ist sowohl physikalisch, ohne dass man ein Modell benutzt, eigentlich logisch, weil in einer wärmeren Atmosphäre kann sich mehr Wasserdampf halten, was dann natürlich dann auch verstärkt regnen kann. Im Sommer hat es dann den nachteiligen Effekt, dass dann die starken Niederschläge, die wir ja auch nicht brauchen, dass die dann natürlich dann intensiviert werden können. Und im Winter müssten die eben dazu führen, dass die Niederschläge ansteigen. Alle Modelle sagen das. Speziell für den Winter. Das heißt, eigentlich müsste die Grundwasserbildung ansteigen, aber es tut es nicht. Und die Frage ist, ob das jetzt ein langfristiger Trend ist oder ob das vielleicht in den nächsten 10, 15 Jahren sich dann wieder umkehrt. Das kann derzeit niemand beantworten. Ja, schönen Dank erstmal. Also im Chat hatten wir nämlich genau die Frage jetzt auch, ne? Ist der Klimawandel an allem schuld? Gut, da haben Sie ja jetzt Bezug darauf genommen. Und es gibt noch eine weitere Frage. Zu der Entnahme, also die Wasserentnahme ist natürlich gestiegen durch die stärkere Besiedlung, jetzt durch die Neubauten, die hinzugekommen sind, die großen Komplexe. Wir haben es im Film ja gesehen, auch durch Golfplätze und so geht das an die Substanz der Seen heran. Und was für Möglichkeiten gibt es jetzt, ohne dass man also so stringent wie der Bürgermeister vom Sedlinsee, vom Sedding, darauf reagiert, dass man mit Restriktionen jetzt also auf die Bevölkerung darauf zugeht und dann so ein Golfplatz natürlich als Arbeitsplatzgeber eben davon ausnimmt. Ja, wie gestaltet sich der Katalog? Es gibt ja dieses Niedrigwasserkonzept vom Land Brandenburg, was jetzt verabschiedet ist, was vorliegt. Und da werden ja auch solche Maßnahmen mit vorgeschlagen. Das heißt also Maßnahmen, die sich vorrangig natürlich über die Administration, über die Verwaltung dann auch in die Bereiche mit hinein bewegen wird. Wer kann darauf ja vielleicht im Ansatz eine Antwort geben? Also was für ein Katalog steht zur Verfügung? Welche Maßnahmen könnten unmittelbar für uns von Vorteil sein? Ja, Herr Professor Scheer. Also ich glaube, alle Maßnahmen brauchen ja eine wissenschaftliche oder fachliche Begründung. Wir wissen viel zu wenig. Und beim Wasserhaushalt ist eine der entscheidenden Größen das Wassereinzugsgebiet. Und zwar nicht das oberirdische, sondern das Grundwassereinzugsgebiet. Und die Daten zum Großgiediger See sind sowas von unsicher. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie das Grundwassereinzugsgebiet auch nur um ein paar Quadratkilometer größer machen, da haben Sie plötzlich viel mehr Wasser zur Verfügung, als wenn das kleiner wäre. Niemand weiß das heute verlässlich. Na gut, dann ist ja da wieder der Ansatz gegeben, das, was Herr Zülke ja auch eigentlich empfohlen hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die gemeinsame Landesplanung von Berlin-Brandenburg da die Grundlage dafür wäre, aber dass Brandenburg und Berlin mit wissenschaftlicher Begleitung eben dieses Thema ja nicht nur jetzt im Großkliniker See, sondern sicherlich in allen Randgemeinden, die um Berlin drumherum liegen, sich dieses Themas annimmt. An wen müsste sich denn diese Frage richten? Herr Züge. Ja, die Frage muss ich an alle richten, an die Bürger und alle Wassernutzer. Also ich stehe auf dem Standpunkt, also vielleicht noch ein Wort zum Klimawandel, also den Klimawandel und den Einfluss aufs Grundwasser, den sehen wir. Wir haben seit den 70er Jahren auf den Hochflächen fallende Grundwasserstände, also im Fläming. Es gibt ja eine Webseite hier vom Landesumweltamt mit den Daten und da gibt es einen Grundwasserspiegelbericht.
Browser mit den Grundwassermessstellen. Da kann man sich lange rein angucken. Da sieht man das, dass die Grundwasserstände seit den 70er Jahren fallen auf den Hochflächen. Also unter Umständen wirkt der Klimawandel auch schon viel länger. Es kann aber auch das Pflanzenwachstum dort eine Rolle spielen, weil die Flächen großflächig auch aufgeforstet wurden, neu mit Kiefernwäldern. Dann gab es so 2010 eine Phase, da waren die Grundwasserstände deutlich gestiegen, obwohl die Jahre nicht deutlich nasser waren. Also es ist ein ganz eigenartiges Phänomen. Und dann sind sie wieder gefallen. Und gerade die letzten Jahre, die eben so trocken waren, wo so gut wie keine Grundwasserneubildung war, sind ja sehr stark gefallen. Und diesen Winter hatten wir noch ein bisschen Grundwasserneubildung wieder, sogar noch jetzt im Mai rein, weil da relativ nass war. Da sind auch nochmal 10, 20 Zentimeter gekommen. Aber der Klimawandel, der wirkt. Und wir haben also keinen positiven Effekt irgendwie auf die Grundwasserneubildung. So stark ist die Verschiebung auch nicht in den Winter. Und die Vegetationsperiode ist ja auch länger. Die ist im Herbst länger und die setzt im Frühjahr früher ein. Also ist die Zehrung auch größer. Also selbst wenn es im Winter mehr regnen würde, dann hätten wir unter Umständen doch noch ein Minus in der Grundwasserneubildung. Also das ist leider nicht so. Und deswegen sind die Seen auch weiter gefallen. Und wir haben ja noch dieses Defizit jetzt im Wasserhaushalt, eigentlich noch von 2018. Und das, wie gesagt, 19, 20 waren ja auch zu trocken, zu wenig Auffüllung. Und auch in diesem Winter hat zwar einigermaßen normal geregnet, aber wir haben noch lange kein Auffüllen der Speicher, des Bodenspeichers, immer noch Dürre in den tieferen Bodenschichten. Aber zum Glück haben wir eben auch ein bisschen Grundwasserneubildung gehabt wieder. Und ja, was kann man machen? Ich denke, wir müssen uns auch darauf einstellen, wir können nicht alles haben. Wir können nicht Wasserversorgung haben, 100%. Das ist aber, sag mal, das höchste Gut, was wir haben. Das ist Daseinsvorsorge. Das steht an erster Stelle. Wir können nicht den Golfplatz haben. Wir können nicht die vollen Seen haben. Wir können nicht feucht gehaltene Biotope haben. Es wäre alles wunderschön. Also so viel Wasser haben wir nicht. So viel Wasser hatten wir früher auch schon nicht hier. Die Region ist ja schon immer eine ganz angespannte Wasserhaushalt gewesen und wasserwirtschaftliche Situation. Aber man muss eben auch erstmal mal wirklich eine Wasserbilanz aufstellen fürs Land. Und da wird eben jetzt intensiv dran gearbeitet. Es ist ein paar Jahre nichts gemacht worden. Es wird ja zum Beispiel wieder ein Grundwasservorratsregister aufgestellt, damit man weiß, welche Grundwasservorräte hat man. Die muss man auch neu bewerten wieder. Wo kann man eventuell noch Grundwasser gewinnen zusätzlich für die Wasserversorgung oder für die Industrie oder andere Nutzer? Und da muss das Wasser mal bilanziert werden. Es müssen ordentliche Wasserhaushaltsmodelle gemacht werden. Und da muss man wirklich Prioritäten setzen. Was ist jetzt in welcher Region das Wichtigste? Und Sediner See, das ist ja auch so ein Paradebeispiel, sicherlich ein krasses Beispiel, was dargestellt wurde. Und der Sediner See, das ist ja schon auch ganz alt. Also ich habe hier 87 angefangen in der Region zu arbeiten und seitdem kenne ich eigentlich den Sediner See als Problemfall. Also das ist gar nichts Neues. Früher war es die Entenfarm und jetzt sind eben andere Nutzer gekommen, Schmargebauern entnehmen dort auch Wasser. Und wenn der Bürgermeister sagt, naja, es hat nur die Gaststätte was davon, ich denke, auch die Einwohner haben was davon und die Erholungssuchenden. Und ich denke, der Golfplatz, naja, das ist kein Gewerbebetrieb, das ist ein Freizeit, das ist ein Spaßobjekt. Und da muss man sich dann fragen, ja, wollen wir das hier haben? Können wir das haben? Und wenn man das haben will, dann kann man nämlich den vollen See haben und so. Mhm. Also ich denke, das wird noch ganz viele Diskussionen geben hier im Land und das wird sich dann auch noch verschärfen, je knapper das Wasser wird. Was hat denn jetzt die Priorität in meiner jeweiligen Region? Was will ich haben? Und danach muss man denn die Maßnahmen ausrechnen. Wir haben nicht den Blumenstrauß, wo wir sagen, wir können jetzt alles bedienen, was wir haben und alle Wünsche erfüllen mit Wasser. Das ist alles sicherlich schön, Feuchtgebiete feucht halten, auffüllen, die Moore feucht halten. Aber wenn man Feuchtgebiete feucht hält, dann verdunstet auch viel Wasser. Dann ist der Wasserverlust auch sehr hoch. Das muss man auch bedenken. Ja, also das ist ein schwieriges Thema. Ich habe die Lösung nicht, aber es wird nicht einfach. Also ich würde mal folgenden Vorschlag machen jetzt. Jetzt kam auch nochmal der Hinweis an der Stelle. Das ist für uns ein bisschen schwer nachvollziehbar, wer jetzt eigentlich in der Runde überall sich zu Wort melden würde, wenn er die Hand hebt. Im Chat gibt es jetzt aber insbesondere von Herrn Walter. Andreas Walter darf ich auch nochmal ganz herzlich in unserer Runde hier begrüßen, von der Stadtverordnetenversammlung Potsdam. Gibt es einige Wortmeldungen? Ich würde das mal so machen, wir brauchen das jetzt nicht vorlesen. Herr Walter, wären Sie damit einverstanden, wenn Sie jetzt nochmal kurz auf Ihre Chatmeldung Bezug nehmen? Oder gibt es ja Fragestellungen, die sich insbesondere an Herrn Zülke richten, aber sicherlich auch darüber hinaus? Ja, das mache ich gerne. Ich hatte im Chat ein bisschen geschrieben, weil ich jetzt Ihren Beiträgen auch nicht unterbrechen wollte.
Eine ganz wichtige Botschaft, die ich vielleicht auch an alle richten möchte, ist, es gibt ja diesen nationalen Wasserdialog des Bundesumweltministeriums. Also dieses Problem ist auch auf Bundesebene erkannt worden. Da gab es eine recht intensive Bürgerbeteiligung, Jugendbeteiligung und Anfang diesen Jahres wurde der Umweltministerin die Kernbotschaften dieses nationalen Wasserdialogs übergeben. Viele dieser Kernbotschaften, die da übergeben wurden, sind hier eigentlich schon angesprochen worden. Wir befinden uns tatsächlich in einer Klimakrise, weil die Grundwasserneubildungsraten sind seit Jahren negativ. Also wenn man glaubt, dass das, was von da oben runterkommt, dann auch unten im Grundwasser ankommt, das dauert Jahrzehnte, bevor das da unten ist. Und im Augenblick ist die Situation tatsächlich so, dass wir mehr entnehmen, als neu gebildet wird. Das ist Fakt, da brauchen wir auch nicht drum rumzureden. Und wir haben zunehmend jetzt in der Stadtverordnetenversammlung, ich bin auch Vorsitzender im Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität, Anträge aus Ortsteilen, aber auch irgendwie von einzelnen Fraktionen, die dieses Wasserproblem gerne gelöst haben wollen. Und das ist kein Problem, was wir irgendwie für Stadtteile einzeln irgendwie lösen können, sondern das ist ein grenzenübergreifendes Problem und zwar nicht nur in Potsdam und auch nicht nur in Brandenburg, sondern bundesweit. Und da tatsächlich eine Strategie zu entwickeln, wie man künftig mit Wasser umgeht, hatte ich im Chat schon kurz angedeutet. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir mit dem Wasser, was wir abgereinigt haben, umgehen. Wir leiten unglaublich viele oder Mengen an Wasser einfach in die Vorflut, das landet im Meer. Und eigentlich müsste das der Region hier zur Verfügung stehen. Das ist irgendwie eine Sache, die wir auch künftig irgendwie im Auge haben wollen. Und aus diesem Grunde habe ich jetzt Herrn Rubel, der ist Baudezernent in der Stadt Potsdam, darum gebeten, sowas wie einen Wassertisch einzurichten, um diese Anträge der verschiedenen Fraktionen auch dort behandeln zu können. Ich glaube, aus Großglienicke gibt es auch einen Antrag des Ortsbeirates, wie mit den sinkenden Wasserständen im Großglienicker See umzugehen ist. Grube hat dazu was gemacht, die CDU hat da was zugemacht. Und wir möchten gerne irgendwie Fachexpertise an einen Tisch holen. Und ich habe darum gebeten, dass wir hoffentlich noch vor der Sommerpause, ich weiß nicht, ob es klappt, einen sogenannten Wassertisch einrichten, um genau diese Probleme einfach mal zu besprechen. Weil auch in Potsdam ist es so, ich meine mich erinnern zu können, dass wir Reserven haben, korrigieren Sie mich, Herr Zürke, 78% des Grundwasserdargebots steht noch zur Verfügung. Und wenn wir über Jahre oder Jahrzehnte jetzt irgendwie diese Wasserentnahme weiter so betreiben, dass wir wertvolles Trinkwasser irgendwie für die Klospülung benutzen, dann müssen wir uns auch selber mal fragen, ob wir da noch auf dem richtigen Weg sind. Ich würde es dabei erstmal belassen. Einiges habe ich im Chat geschaltet. Diesen Link zu den Kernbotschaften des Nationalen Wasserdialogs, das ist eine PDF-Datei, habe ich im Chat eingespielt. Ich denke, da kann jeder selber mal reinschauen, wie die Botschaften da an das Bundesumweltministerium aussehen. Das war es erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, das reicht erstmal. Ja, vielen Dank, Herr Walter. Moritz Lüttich hatte ja in dem Zusammenhang auch eine Frage gestellt. Wissen wir, ob die Problematik in den europäischen Nachbarstaaten thematisiert wird? Falls ja, wie lautet deren Lösungsansatz? Ne? Also wir pendeln ja hin und her. Wir haben die Regionalität bei uns natürlich unmittelbar jetzt hier vor Ort mit den beiden Seen, hat er schon gesagt. Und gehen aber auch viel, viel weiter. Und Herr Schmolke, Sie haben es ja mit dem Film, also im Ansatz ja eigentlich auch schon getan. Wobei natürlich Brandenburg dort sehr stark dominiert ist. Aber gibt es jemanden in unserer Runde, der diese vergleichende Betrachtung vornehmen kann, wie das in Nachbarstaaten gehandhabt wird? Es ist ja ein EU-weites Problem und darüber hinaus. Herr Zücke, ja? Ja, viel kann ich auch nicht dazu sagen. Aber es gibt ja die Europäische Wasserrahmenrichtlinie. Ja. Und die haben ja alle Mitgliedstaaten umzusetzen und da ist ja das Ziel Herstellung des guten mengenmäßigen Zustandes und des guten chemischen und des guten ökologischen Zustandes der Gewässer. Und diese Auflagen müssen alle erfüllen.
Und da wird auch dann gearbeitet, also zumindest in den Flussgebietsgemeinschaften, zum Beispiel Elbe, dort ist auch Tschechien mit drin, da wird ja zusammengearbeitet. Aber wie sonst das Thema Klima, Wasserversorgung oder Wasserbewirtschaftung, Wassermanagement in anderen Ländern wahrgenommen wird, ist mir auch nicht bekannt. Das ist eine gute Frage. Aber auch in der Fachliteratur oder so findet man dazu wenig oder gar nichts, was dazu sich mal äußert oder so, was auf der europäischen Ebene passiert. Also in Deutschland ist es ein sehr breiter Dialog, auch in der Branche. Aber international, außer sagen wir mal die Verpflichtung Wasserrahmenrichtlinie, kann ich da jetzt eigentlich auch nicht viel sagen. Na Ist mir da gut, leider ja. nichts, bin ich nicht, nichts bekannt. Besten Dank. Darf ich noch mal den Fokus vielleicht dann auf Großglienicke lenken? Oder Herr Professor Scherer, ja, vielleicht Sie zuerst. Ja, ich würde gerne nochmal zu dieser Frage der Klimakrise oder des Klimawandels nochmal Bezug nehmen, weil ich habe jetzt aktuell die offiziellen Dokumente direkt vor mir liegen. Und was ich glaube, wenn wir als Gesellschaft es nicht schaffen, dass wir wirklich auf die wissenschaftliche Basis zurückführen und nur noch unsere Spekulationen eigentlich zugrunde legen lassen, dann werden wir mit einer guten Intention falsche Dinge tun. Beziehungsweise Dinge tun, die irgendwann falsch werden. Und deswegen nehmen wir den Hinweis, der Klimawandel kann nicht kausal in großem Umfang an den beobachteten rückläufigen Wasserspiegeln verantwortlich gemacht werden und wird es auch nach aller Erwartung zukünftig sein. Was wir sehen ist, und das ist nämlich etwas, wo die Verantwortung bei uns in der Gesellschaft liegt, was wir sehen ist die starke Zunahme der Bevölkerung. Wir sehen schon Zunahmen in den Verbräuchen und wir sehen immer noch eine veraltete Wasserwirtschaft, die eben, und das ist im Film sehr schön thematisiert worden, die eben ein Herausführen des Wassers aus den Einzugsgebieten in den Vordergrund steht, anstatt nach Lösungen zu suchen, dieses Wasser im Gebiet zu halten. Da gibt es unterschiedlichste Lösungen und ich glaube, wenn man die konsequent verfolgt und auch bereit ist, als Gesellschaft Geld in die Hand zu nehmen und nicht sofort immer wieder dann praktisch nach dem Motto, wer soll das bezahlen, schreit, sondern diese Lösungen dann einfach mal auch mal durchkalkuliert auf der Basis von Daten und Fakten, dann wird man, denke ich, zu guten Lösungen kommen können. Und das ist etwas, wo ich darauf hinweise, wenn wir Investitionen für 30, 40, 50 Jahre in eine Infrastruktur machen, dann bitte soll das auf der Basis gesicherter Erkenntnisse erfolgen. Das ist doch ein sehr wichtiger Hinweis. Herr Walter, der Wassertisch wäre doch durchaus dafür geeignet, dass man natürlich die wissenschaftliche Kompetenz von vornherein an dieser Stelle mit einbezieht, oder? So ist es gedacht. Also wir haben jemanden aus dem Landesumweltamt eingeladen. Wir haben auch die EWP gebeten. Ich glaube, Herr Lehmann wird dabei sein in dieser Ja. Runde und alle Interessierten. Ob wir das jetzt online machen oder ob es tatsächlich eine Präsenzsitzung wird, steht noch nicht fest. Und es ist ja so, dass wir durchaus auch eine Strategie in der Landeshauptstadt Potsdam haben. Also die Konzeption zur Trinkwasserversorgung und Abwasserversorgung läuft von 2019 bis 2023. Und ich denke, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich da dann auch irgendwie kompetent irgendwie vorzubereiten und mit der EWP zusammen da irgendwie auch nach gemeinsamen Schritten zu suchen. Ja, sehr gut. Aber ich komme von diesem Ansatz eigentlich nicht weg, ne? Weil wir nun wirklich in der Randlage zu Berlin uns befinden, dass man die Berliner Kompetenz an dieser Stelle durchaus noch mit einbezieht oder berücksichtigt, weil da ja doch also jetzt grenzüberschreitend, insofern man das so formulieren kann, ja auch Überlegungen entstehen, die globalere Auswirkungen haben können, ne? Also da sehe ich nicht nur Berlin, sondern da sehe ich auch die umliegenden Landkreise, Havelland, Potsdam-Mittelmark. Berlin hat noch ein ganz anderes Problem. Durch die Braunkohlewirtschaft wird die Spree irgendwann mal ein erhebliches Problem haben. Also Frankfurt-Oder kann jetzt schon irgendwie kein richtiges Wasser mehr fördern, weil die Sulfatgehalte zu hoch sind. Das ist ja noch mal eine ganz andere Problematik. Und das ist eine Millionenstadt, die versorgt sein will. Also das ist, also von daher, da ist dringend irgendwie eine Zusammenarbeit geboten. Ja. Also das hält man in jedem Fall fest. Also gut, ich meine, wir können ja nur aus der heutigen Runde heraus die Gedanken mal zusammentragen und vielleicht kann das dann hilfreich sein bei der Entscheidungsfindung. Jetzt würde ich aber doch ganz gerne mal auf unsere regionale Befindlichkeit zurückkommen.
Unser Ortsvorsteher Winfried Sträter ist ja in der Runde mit dabei, auch Birgit Malik als stellvertretende Ortsvorsteherin. Wie seht ihr beide das? Dieser Wassertisch ist ja, denke ich mal, letztendlich auch ein bisschen auf Anregung des Ortsbeirates, also auf die Beschlussfassung, die in Großglienicke getätigt wurde, ja mit entstanden. Könnt ihr das aus unserer Perspektive heraus noch mal etwas konkreter untersetzen? Winfried? So. Das Mikro bitte, ja. Ja, okay. Ja, nee, ich muss erst dann den Kopfhörer aufsetzen, weil ohne den kriege ich halt eben keinen. Wir haben als Ortsbeirat Großglienicke haben wir erstmal einen Beschluss gefasst, dass sich die Stadtverordnetenversammlung damit auseinandersetzen soll, dass wir ein offenkundig systematisches Problem am Großglienicker See und am Sacroer See haben. Also diese beiden Seen verlieren ja erkennbar an Wasser. Außerdem, also ich habe das auch fotografisch dokumentiert, es gab früher einen guten oder sagen wir mal doch immerhin einen erkennbaren Wasserzufluss in Richtung Großglienicker See. Wir haben ja nördlich des Großglienicker Sees einen Gutspark. Da hat die Denkmalschutzbehörde noch vor 2010 geplant, über die beiden Teiche, die es da gibt, eine Brücke zu bauen. Diese Brücke braucht nicht mehr gebaut werden, weil da ist nichts, gar nichts mehr an Wasser drin. Also man sieht, dass in diesem ganzen Umfeld auch tatsächlich ein eklatanter Wasserverlust da ist. Und was Andreas Walter dann gesagt hat, war die vernünftige Antwort auf unseren Beschluss. Wir haben gesagt, wir sehen ein Problem in unserem Einzugsbereich. Aber natürlich ist es nicht ein isoliertes Problem für uns. Und deswegen ist dieser Wassertisch natürlich auch vernünftig, weil es ist uns nicht damit geholfen, wenn alle nur auf uns gucken. Und insgesamt haben wir im ganzen Umfeld ein Problem. Also ich denke mal, wir müssen tatsächlich die Instrumente, die zur Verfügung stehen, müssen wir zumindest in unserem Bereich der Stadt Potsdam, müssen wir halt eben aktivieren. Ich weiß auch nicht, zum Beispiel, es gibt ja Siedlungen, also ich wohne in einer Siedlung, wir haben von vornherein mit Rigolen gebaut. Ich weiß gar nicht, wie nützlich ist ein solches Instrument, um halt eben diesen lokalen Wasserkreislauf und dieses Zurückhalten von Wasser innerhalb des lokalen Bereichs, um sowas zu stärken. Wäre ein verstärkter Rigolenbau bei dem Siedlungs- und Wohnungsbau, wäre das ein kleines Instrument, mit dem man zum Beispiel halt eben den Verbleib von Wasser befördern könnte? Das ist eine konkrete praktische Frage für mich. Das ist okay, ja. Ja, kann ich was zu sagen. Also die Muldenregolen sind durchaus eine sinnvolle Sache, denn letztendlich ist die Grundwasserneubildung unter diesen Flächen größer als in natürlichen Verhältnissen, weil ja das Regenwasser läuft von den Dachflächen und befestigten Flächen gesammelt ab und der größte Teil ja, läuft ab. Ein kleiner Teil bleibt haften und verdunstet wieder, sodass wir dadurch eine größere Grundwasserneubildung haben als unter einer natürlichen grünen Fläche, die ja mit Pflanzen bewachsen ist und wieder verdunstet. Und es ist eigentlich auch verpflichtend, also nach dem Wasserhaushaltsgesetz das Niederschlagswasser erstmal grundsätzlich zu versickern. Aber dann gibt es ja immer so die Befloskel, wenn nicht andere dadurch geschädigt werden, also wenn das dann irgendwo dann oberflächlich abfließt und demnächst vielleicht in den Keller fließen kann und so weiter, dann darf man natürlich dann auch ableiten. Aber grundsätzlich ist das Regenwasser vor Ort zu versickern, hat vor Ort zu verbleiben. Und ja, es gibt auch entsprechende Vorschriften und Materialien, nach denen dort verfahren werden kann. Also das ist eigentlich gängige Praxis und vielleicht auch mehr verbreitet, als es wahrgenommen wird. Aber in Neubaugebieten wird das sehr viel gemacht und die Landschaftsplaner, das haben wir ja auch dort in dem Beitrag gesehen, die sind dann auch gerne dabei und setzen das um, weil das ja, wie gesagt, für die Gestaltung der Außenanlagen gut genutzt werden kann. Also wenn ich da richtig informiert bin, dann hat dort Großglienicke als erste Gemeinde im Land Brandenburg diesen Retentionsbodenfilter ehemals errichtet, also wo Regenwasser praktisch gereinigt wird und Phosphate damit zurückgehalten werden und das Regenwasser dann auch wieder in den Großglienicker See eingeleitet wird. Also das muss ja damals schon doch eine
beispielgebende Lösung gewesen sein. So kann das natürlich jetzt über andere Systeme, die ich jetzt gar nicht so richtig aufgrund meiner fachlichen Inkompetenz hier Was einschätzen hier kann, aber mal auch Strom möglich liegen. sein, sodass also über die Gemeinden dort Beispiele geschaffen werden, die zu der Verbesserung der Grundwassersituation durchaus beitragen können. Ne? Naja, also ob es der erste in Brandenburg ist, weiß ich nicht. Also in Berlin, da gab es schon mehrere, da haben wir uns vorher sowas schon mal angeguckt. Aber das ist ja, sag mal, ja, eine Form der weitergehenden Niederschlagswasserreinigung. Und das ist eben dann auch gemacht worden zum Schutz des Lieneker Sees, damit er eben nicht mit Nährstoffen belastet wird. Also die Beispiele aus Berlin kenne ich auch, wo mit der IBA im Zusammenhang damals ja eben Rückkläranlagen beziehungsweise jetzt über Schilfgürtel, die innerhalb der Wohnquartiere dort errichtet wurden, also das Wasser ja auch in den Bereichen gehalten werden sollte. Aber das waren nur einzelne Beispiele, die ich jetzt eigentlich in der Folge in größeren Baugebieten so nie wiedergefunden habe. Ne? Na, es muss ja auch nicht sein. Also Retentionsbodenfilter, wie gesagt, werden ja nur angelegt, wenn in Oberflächengewässer eingeleitet wird. Ansonsten sollte Ja. er auf den Bauflächen möglichst vor Ort versickert werden oder so in semidezentralen Anlagen. Und nur wenn stark belastetes Niederschlagswasser von Straßen in empfindliche Gewässer eingeleitet wird, dann werden solche Reinigungsanlagen gebaut, sonst nicht, weil die eben auch ja, teuer sind im Bau und dann Alles klar. Unterhalt und das ist nicht überall erforderlich. Ja, jetzt gibt es im Chat die Meldung von Birgit Malik. Der Ortsbeirat Großklinike würde gerne am Wassertisch beteiligt werden. Das hatte ich jetzt schon fast vorausgesetzt, ja? Da kann ich was zu sagen. Ja. Da der Ortsbeirat diesen Antrag gestellt hat und wir den im Umweltausschuss schon behandelt haben, Ja. ist er zurzeit zurückgestellt. Der Ortsbeirat ist so oder so beteiligt. Und auch die anderen Fraktionen sind beteiligt. Und von daher, ich hatte Frau Malik eben schon geantwortet, ich werde Herrn Schmee, das ist der Fachbereichsleiter in der Umweltabteilung, ich werde dem Bescheid geben, dass Frau Malik und Herr Sträter selbstverständlich mit im Verteiler sind, wenn dieser Wassertisch dann stattfindet. Sehr schön. Ja, jetzt würde ich ganz gerne doch nochmal zum Nico Schmolke zurückkommen, der eigentlich die Grundlage für den heutigen Abend hier geliefert hat, also mit seinem Film. Wie ergeht es Ihnen? Der Film ist ja nicht das erste Mal jetzt gezeigt worden. In den Mediatheken steht er schon längere Zeit zur Verfügung. Welche Rückkopplung haben Sie eigentlich? Welche Resonanz jetzt aus den Gebieten, die mit dem gleichen Thema sich ja auseinandersetzen? Also zum einen finde ich es erstmal toll, dass hier auch so ein lokaler Dialog irgendwie stattfindet und will da deswegen auch gar nicht so groß eingreifen. Es gibt auch andere, die viel mehr Expertise auf dem Feld haben. Das würde ich mir ja auch gar nicht anmaßen. Unser Anliegen mit dem Film ist ja gerade, dass diese Diskussionen, die wahrscheinlich einige von Ihnen auch schon seit langem führen, dass die eben auch in der Öffentlichkeit abgebildet werden. Und dass auch eine größere Wahrnehmung bei dem Thema einfach stattfindet. So, und das haben wir schon mit dem Film gemerkt. Also ich fand das wirklich sehr bemerkenswert bei der Gemeinde Sardiner See. Wenn man das so sieht, könnte man ja denken, na, wozu brauchst du denn den Film, damit sich die Menschen dort ins Gespräch begeben? Aber tatsächlich hat ja erst der Film dort ganz viel ausgelöst. Ein paar Tage nachdem der Film gezeigt wurde, fand eine weitere Sitzung der Ortsversammlung dort eben statt, also von der Gemeinde Sardiner See, wo dann auf einmal, ich glaube, über 200 Anwohnerinnen und Anwohner, was für so eine kleine Gemeinde nicht gerade wenig ist, auch noch quasi grob in der Corona-Zeit, dann dort zur Gemeindeversammlung kamen und dann dem Bürgermeister ordentlich Alarm gemacht haben. Und jetzt wurde ein Förderverein dort gegründet, wo so ein paar Akteure rund um den See zusammenkommen, um zu gucken, wie können wir dem See helfen. Das heißt, es hat erstmal lokal ganz viel bewirkt, wo man sich, wie gesagt, eigentlich wundert, aber manchmal brauchen vielleicht ein paar Menschen auch einen Anstoß, ja, dass sie irgendwie nochmal ein paar Dinge vor Augen geführt bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie langfristig ist das Engagement denn dort auch, um da was zu bewegen. Und über diesen Fall hinaus haben sich echt sehr, sehr viele Leute gemeldet, eben mit ihren lokalen Sorgen und so. Also der Film hat doch irgendwie schon einen Nerv getroffen. Und ich glaube, also weil jetzt also ein bisschen die Diskussion war, wie groß ist der Anteil des Klimawandels, inwieweit ist das ein Nutzungsthema? Unabhängig, ja, also das ist in jedem, glaube ich, in jeder Ortschaft, bei jedem See, bei jedem Grundwasserleiter, wo auch immer, gibt es komplexe Ursachenbündel, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und das kann man nicht allgemein immer sagen. An dem einen Ort
mag es eher eine Nutzungsthematik sein, beim anderen mag es ein Verdunstungsproblem sein, wie auch immer. Aber ich glaube, die grundsätzliche Sache, die dem so ein bisschen ja doch zugrunde liegt, und zwar eben nicht nur beim Wasser, sondern auch bei anderen Ressourcen, ist, dass wir bislang in den letzten Jahrzehnten seit der Industrialisierung einfach immer geguckt haben, wo ist eine Ressource, wie kann ich mir die nehmen und wie kann ich die verbrauchen. Das betrifft, wir haben jetzt gerade einen aktuellen Film gemacht, vielleicht haben einige von Ihnen den auch gesehen, der lief vor ein paar Tagen im RBB über Kies und Sand. Das betrifft diese Rohstoffe, es betraf natürlich die Kohle, es betrifft das Wasser, es betrifft teilweise die Wälder. Dass wir einfach nehmen und nicht so doll darüber nachgedacht haben, ja, wie funktionieren eigentlich Kreisläufe zum Beispiel, ja, bei Dingen, die nicht mal eben so erneuerbar sind und so. Und ich glaube, auch beim Wasser merken wir das jetzt einfach zunehmend, ja, dass lange Zeit eben nicht gedacht wurde in, okay, ich nehme hier Wasser von vor Ort, wie sorge ich dafür, dass hier auch vor Ort eine Art von Kreislauf ist, sondern wir leiten Abwässer woanders hin und so weiter, das wurde ja auch schon angesprochen. Und ob das dann immer die Lösung ist in jedem Einzelfall, das ist nochmal eine andere Frage, ja, ob jetzt dem Sediner See geholfen ist, wie genau ihrem Großklinikersee geholfen ist, das kann ich nicht beantworten, das können auch manche Expertinnen und Experten nicht beantworten, aber dass wir grundsätzlich mal hinkommen zu einem Kreislaufdenken, ich glaube, das kann nicht schaden, also weil wir leben halt auf diesem Planeten, wir wissen nicht, ob wir irgendwelche anderen Planeten noch besiedeln können, von denen wir Ressourcen bekommen, und deswegen wäre es doch sinnvoll, hier vermehrt in Kreisläufen zu denken. Ob das jedes einzelne Problem löst, keine Ahnung. Da schließt sich jetzt aber auch eine Frage an, die ich einmal noch habe. Und zwar wurde vorhin gesagt, wir haben zu wenig Wissen teilweise darüber, ist der Grundwasserkörper, endet der dort oder geht er noch 2 Kilometer weiter? Ja, um das nochmal zu verdeutlichen, beim Sediner See führt das zum Beispiel zu einer Debatte, ja, sind denn die Spargelbauern schuld oder nicht? Weil nicht ganz klar ist, wenn die Wasser ziehen, ist es der Grundwasserkörper, der auch den See speist? Ja, also das sind die Fragen, die sich dann daraus stellen. Und da wäre meine Frage, ist es eine Geldsache, also an die Experten der Runde hier, könnten wir mit mehr Geld auch mehr Wissen generieren oder fehlt uns da einfach auch die Möglichkeit, diese Fragen endgültig zu klären? Weil dann wäre das ja ein möglicher Auftrag sozusagen zu sagen, ja, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, müssen mehr Expertinnen ins Rennen schicken, um zu gucken, was passiert dort lokal mit dem Wasser. Also das ist eine Frage in die Runde von mir. Also das ist sicherlich eine Möglichkeit. Man kann natürlich mit Geld kann man viel regeln, aber ob es die Lösung bringt, wissen wir auch noch nicht so richtig. Jetzt würde ich an der Stelle einfach mal Birgit noch mal kurz ansprechen. Sie hat ja im Chat geschrieben, der Bürgerdialog ist wichtig, also die Aufklärung darüber. Und das ist ja nicht immer mit Geld verbunden, sondern dass man einfach im Gespräch ist. Sie haben ja mit dem Film eine gute Grundlage dafür geliefert. Also Sie haben es ja gerade beschrieben mit dem Sediner See. Birgit, kannst du das vielleicht noch mal kurz an der Stelle ergänzen? Ja, das ist ja auch in dem Film zur Sprache gekommen. Die jungen Leute, die da in Wandlitz gewohnt haben, der hat ja auch erzählt, er hat in dem einen Jahr einfach gesprengt. Ich weiß nicht, wie viele Kubikmeter hatte er gesagt. Und jetzt, als er dieses Problem hatte mit der Reinheit seines Wassers, hat er erstmal drüber nachgedacht, was er da tut. Mhm. Und ich meine, ich bin ja so groß geworden, dass bei uns Tatsache regelmäßig im Sommer dieser Zustand war, vielleicht weil die Wasserwerke einfach nicht so mächtig waren wie heute, dass eigentlich immer im Sommer dann, es gab einfach die Anweisung vom Bürgermeister in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, im Sommer Sprengverbot am Tag. Wenn dann nur abends und am Tag nicht. Und solche Sachen passieren ja heute nicht mehr. Heute hat man den Eindruck, es ist alles unendlich da. Und insofern ist für mich wirklich die Frage, ob vielleicht auch wieder mehr Aufklärung nötig ist. Also tatsächlich bei den Bürgern, wie diffizil das ist. Ne? Also vielleicht auch wirklich von den Stadtwerken, von der Stadt Potsdam, mehr auch in die Richtung, dass die Leute nicht denken, das ist alles einfach immer da und ich kann immer nehmen. Also früher hat man aus Mangel, warum auch immer, mehr auf sowas geachtet. Es gibt 2 Wortmeldungen. Herr Walter vielleicht, ja? Nur ganz kurz zu dem, was Frau Malik eben sagte. Das stimmt nicht ganz, Birgit. Es gab in den letzten 2 Jahren, den Dürresommern, sehr wohl eine Anordnung des Oberbürgermeisters, dass man kein Wasser aus Oberflächengewässern entnehmen durfte. Da durfte man den Garten nicht mitsprengen. Da waren viele irgendwie davon betroffen, die das Wasser aus den Oberflächengewässern nicht entnehmen durften. Und da sind auch viele Leute auch hier in der Stadt irgendwie das erste Mal richtig wach geworden. Wieso darf ich kein Wasser entnehmen? Und das wird irgendwie zukünftig dann auch so sein, dass wir halt, um die Spitzenlasten zu vermeiden,
bestimmte Wasserentnahmen dann irgendwie nur, weiß ich, in der Nacht irgendwie die Waschmaschine laufen lassen können. Das sind so einige Ansätze, die in diesem nationalen Wasserdialog, in diesen Kernbotschaften auch drinstehen, weil nicht alles über das Geld zu regeln ist, weil wir hatten vorhin das Beispiel, wie sieht es in europäischen Gemeinden aus? Ich weiß, in den Niederlanden gab es Gemeinden, die in den Dürrejahren die überhaupt kein Trinkwasser mehr fördern konnten, weil die Brunnen trocken gefallen waren. Die mussten dann mit Wasserwagen versorgt werden und haben dann versucht, über Umkehrosmose irgendwie Meerwasser irgendwie zu entsalzen, um überhaupt noch Trinkwasserqualität irgendwie erzeugen zu können. Da wurden dann Mineralien irgendwie zugesetzt, damit man es überhaupt noch trinken konnte. Das ist natürlich eine etwas düstere Zukunft, aber wir werden uns gerade, weil vorhin der Klimawandel angesprochen worden wurde, auf diese Extremwetterverhältnisse wie Dürresommer und Hochwasserereignisse einfach auch einstellen müssen und irgendwie da vielleicht auch Lösungsansätze finden müssen. Herr Zülke, ja. Ja, es waren jetzt eine ganze Menge Punkte. Einerseits mit dem Wasser sparen oder, also auf jeden Fall müssen wir mehr das Bewusstsein der Menschen schärfen, der Wasserkunden. Das machen wir auch im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit und in der Kundenzeitschrift. Aber ja, es muss auch gelesen werden, man muss auch alle erreichen, das ist schwierig. Dr. Walter sagte, es ist richtig, diese Nutzungsbeschränkungen, die es im letzten Jahr gab, ja nicht bloß in Potsdam, sondern weit verbreitet, die wird es in Zukunft dann auch wieder geben, höchstwahrscheinlich. Und man muss sie dann auch vielleicht auch aussprechen für die Grundwassernutzung, also für die Hausbrunnen. Wenn, da müssen eigentlich auch alle betroffen sein und müssen alle Wasser sparen. Und dann war ja noch das Thema von Schmolke, Wasser ist unendliche Ressource oder wird genauso verbraucht wie Kies und Braunkohle. Das ist nicht so, ich sagte es ja schon, also wir wissen ganz genau, wie viel Wasser wir haben und wo das Wasser herkommt und wie es sich neu bildet und haben das sehr genau im Fokus und entnehmen nur so viel Wasser, wie sich langjährig auch wieder neu bildet. Grundwasserspeicher, die vertragen auch mal ein Jahr oder ein paar Jahre mit wenig Niederschlag. Das ist wie eine Talsperre, so Überjahresspeicher. Aber die müssen sich dann irgendwann natürlich auch wieder auffüllen. Und das wird ja auch beobachtet. Und da haben wir einen sehr guten Kenntnisstand. Und wie gesagt, die Ressource Wasser wird nicht verbraucht, sondern die erneuert sich immer wieder neu. Und dann war noch die Frage gewesen mit den Daten. Ich muss sagen, wir haben eigentlich eine sehr gute Datenlage hier in Brandenburg zu geologischen Daten, hydrogeologischen Daten und so weiter, auch Wasserhaushaltsdaten, das ist auch alles im Internet. Es gibt dieses hydrogeologische Kartenwerk vom Geologischen Landesamt, wo die Grundwasserleiter dargestellt sind. Es gibt Karten mit Grundwasserisohypsen, es gibt Karten mit Grundwasserneubildung, Wasserhaushaltsdaten, also ist erstmal eine sehr gute Kenntnis vorhanden und dort, wo Wasser genutzt wird, also in unseren Einzugsgebieten, ist der Erkenntnisstand nochmal deutlich höher, weil dort eben auch sehr viel erkundet wurde, eine sehr hohe Bohrdichte ist, eine sehr hohe Aufschlussdichte ist, sodass wir eben auch die Einzugsgebiete und die ganzen Verhältnisse, natürlich Neubildung, sehr detailliert abbilden können. Und im Sardiner See, da sind die Grundlagendaten auf jeden Fall vorhanden. Im hydrologischen Kartenwerk kann man sich schon erstmal einen Überblick verschaffen. Ich weiß aber, dass von der unteren Wasserbehörde ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde. Und ich stehe da mit dem Gutachter auch im Kontakt. Und wir haben denen schon eine ganze Reihe Daten von uns zur Verfügung gestellt, die, sagen wir mal, in dieses Untersuchungsgebiet mit reinreichen, sodass sie dort auch, sagen wir mal, in der Lage sind, ein gutes, detailliertes Modell auch aufzustellen und entsprechende Untersuchungen, Wasserhausuntersuchungen dort durchzuführen. Also das läuft da gerade. Herr Zülke, da muss ich jetzt aber noch mal ganz kurz einhaken, weil ich wertschätze natürlich, dass Sie natürlich viel mehr im Thema drinstecken. Aber ich will nur sagen, sage natürlich nicht, dass Wasser sich nicht erneuern würde. Aber wir sehen ja gerade, dass wenn wir flächendeckend feststellen, dass der Grundwasserspiegel sinkt und dass Seespiegel sinken, die dann oft mit dem Grundwasser zusammenhängen. Klar, es ist nicht so, ich nehme eine Tasse raus, dann ist die Tasse weg und dann ist die für immer weg. Das ist mir schon klar. Aber dennoch sehen wir ja, dass das Wasser sich nicht automatisch einfach lokal erneuert, sondern wir haben es ja mit einem weltweiten, ich sage jetzt mal, Kreislauf zu tun, wie Wasser irgendwie funktioniert. Ja? Und beobachten dort ja auf dem gesamten Globus gesehen eine gewisse Verschiebung mit einfach lokalen Veränderungen, da mehr, da weniger, wie auch immer. Wir wissen es auch nicht immer ganz genau. Herr Scherer hat ja erläutert, dass wir Modelle hatten, die andere Niederschlagsprognosen gegeben haben, als jetzt eingetreten sind und so weiter. Ich will nur sagen, das Denken im Kreislauf, klar, das ist was anderes als bei Sand und Kies oder bei Kohle, aber trotzdem auch das Verständnis von, wenn wir beobachten über Jahrzehnte, dass hier vor Ort das
Wasservorkommen vielleicht sinkt, dass man dann mehr an einem Kreislauf denkt und überlegt, wo wird denn entnommen und wie können wir dafür sorgen, dass sich hier vielleicht mehr erneuert. Wir haben ja eben die Debatte über Versickerung vor Ort und so. Das meine ich damit, dass wir das einfach klarer angehen. Aber mir ist schon klar, dass der Zusammenhang anders ist als bei Kies. Und auch zu dem Thema, ob genug da ist. Ne? Also, und Herr Scherer hat vorhin gesagt, wir haben nicht überall so viel Wissen, also über jeglichen Zusammenhang zwischen allen Grundwasserleitern. Sie haben jetzt wieder gesagt, Sie haben es gut im Blick. Ich habe auch in der Recherche festgestellt, da sind einfach, also da muss ich schon sagen, da gehen die Meinungen schon sehr deutlich auseinander. Also natürlich gibt es Karten, die Grundwasserleiter irgendwie verlaufen und so. Aber am Sediner See haben ja alle Experten gesagt, wir wissen nicht ganz genau, ob es quasi Fenster gibt an bestimmten Stellen zwischen Grundwasserleitern, wo also Wasser ausgetauscht wird. Und das war meine Frage, die sich vielleicht auch ein bisschen an Herrn Scherer nochmal richtet. Also können wir diese Unklarheiten denn irgendwie beseitigen oder müssen wir einfach damit leben, dass wir diese Unklarheiten haben? Weil Sediner See ist jetzt einfach ein Punkt, wo ich mich mehr beschäftigt habe, aber deswegen dieses Beispiel mit den Spargelbauern. Also wenn ich eindeutig sehe und beweisen kann, ja, eine stärkere landwirtschaftliche Wassernutzung führt dann da und dazu, dann habe ich ja eher Handlungsanweisungen vielleicht und kann sagen, oh, wir müssen bei der Landwirtschaft aufpassen. Aber deswegen meine Frage, also wie sicher ist unser Wissen wirklich? Ich zweifle da ein bisschen dran und würde halt Herrn Scherer dann gerne nochmal um seine Einschätzung bitten. Ja, Herr Scherer, wollen Sie da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen? Also ich denke auch, dass die Kommunikation zwischen den Grundwasserleitern schon eine sehr entscheidende Größe ist, dass auch über Brunnen zum Beispiel ja durch Grundwasserleiter hindurchgegangen werden kann oder möglicherweise auch wird. Und dadurch ja, dass ja Monitoring ganz anders sein wird. Ne? Herr Professor Scherer, wie sieht es aus? Wie sehen Sie das aus der wissenschaftlichen Perspektive? Ich muss ein ganz klein bisschen ausholen, was aber vielleicht eine spannende Perspektive für die Zusammenarbeit in der Region anbietet. Es gibt eine große Initiative von 28 unabhängigen Forscherinnen und Forschern, die an der Berliner Universitätsallianz, sprich die TU Berlin, die FU Berlin, die Humboldt-Universität zu Berlin und die Charité-Universitätsmedizin, ein Projekt jetzt gerade angeschoben hat. Das wird am 15. Juni, also in ein paar wenigen Tagen, endgültig international begutachtet. Und das wird sich in komplexester Weise nicht nur mit den naturwissenschaftlichen, sondern auch mit den sozialwissenschaftlichen, politischen, gesellschaftswissenschaftlichen Fragen dieses Themas dann beschäftigen und soll eben auch die Akteure einbinden. Und da hoffe ich dann, wenn das dann bewilligt wird, deswegen muss man auch ein bisschen zurückhaltend sein, dass das klappt, weil wir haben gigantische Defizite. Suchen Sie mal einfach selbst, wie groß ist das Einzugsgebiet, das Grundwassereinzugsgebiet des Großwieniger Sees. Sie finden, bezahlen so zwischen, sagen wir mal so, zwischen 6 und 20 Quadratkilometern. Das sind also zum Teil um den Faktor 4 unterschiedliche Zahlen. Dann dieses Problem der Grundwasser, der hydraulischen Verbindungen zwischen Grundwasserleitern. Dann das nächste Problem, Landesgrenze. Zum Beispiel, es gibt Karten, da hört das Grundwassereinzugsgebiet direkt an der Landesgrenze zu Berlin auf. Das ist natürlich so, dass die Natur sich um die administrativen Grenzen überhaupt nicht kümmert. Dann gibt es wiederum unterschiedliche Einzugsgebiete für den ersten, den obersten Grundwasserleiter und für den tiefer liegenden. Um noch mal ein bisschen ins Detail zu gehen, weil wir haben das umfassend untersucht zur Vorbereitung dieses Projektes. Wir finden zum Beispiel, dass eben der tiefere, der zweite Grundwasserleiterkomplex, der reicht unter den Sacroer See in den Königswald hinein. Nicht der erste. Und der wird angezapft in Berlin. Der wird nicht vom Potsdam angezapft, das Nebitzer Werk, das zapft diesen Teil nicht an. Und das Berliner, das Gladow-Werk, das zapft das an. Solange man davon ausgeht, dass der erste und der zweite leider keine hydraulische Verbindung haben, ist alles in Ordnung. Aber wenn eine Verbindung bestehen sollte, und das ist nicht nachgewiesen bis heute, dann würde das nämlich sozusagen durch die Berliner Wasserversorgung dem Sacroer See das Wasser entziehen. Da es aber niemand weiß, kann man auch nur spekulieren. Und wir wollen da, wenn alles klappt, dann endlich mal Klarheit in diese Dinge bringen, von der Klimaseite, von der hydrogeologischen Seite. Und interessanterweise, um auf Brandenburg zu kommen,
Das Landesumweltamt hat andere Karten als die Hydrogeologie in Brandenburg. Es ist für mich erstaunlich, dass zwei Landesbehörden mit unterschiedlichen Datensätzen über den gleichen Gegenstand arbeiten. Das soll jetzt nicht als Kritik gemeint sein, sondern das zeigt einfach, dass da Datenbestände tradiert sind und dass die aber noch nicht systematisch zusammengeführt wurden und mal kritisch gesichtet wurden. So, jetzt war es ein bisschen lang, aber ich möchte hier wirklich diesem Eindruck entgegenwirken, dass wir schon alles wüssten und jetzt müssen wir einfach nur so ein bisschen den Privatnutzer anhalten zum Sparen. So ist es nämlich nicht. Schauen Sie sich nochmal die von Herrn Schmolke genannten Zahlen an zu den Verbräuchen. Dann landen wir bei 23, sagen wir mal, ein Viertel aller Nutzer sind ja, Wassernutzer sind ja nur die Privatnutzer. Und wir haben große industrielle, gewerbliche Nutzungen, wir haben die Energieproduktion und dort wird das Wasser systematisch entweder unbrauchbar gemacht für weitere Nachnutzungen oder es wird aus dem Gebiet herausgeführt. Aber dann versucht man den kleinen Rasenflächenbesitzer irgendwie anzuhalten. Dass der natürlich Blödsinn zum Teil macht, wenn er tagsüber spritzt, das ist völlig beregnet, das ist völlig klar. Da muss Aufklärung geleistet werden. Und jeder, wenn er auch noch so einen kleinen Beitrag leistet, kann was tun. Aber wir dürfen nicht ablenken von den strukturellen großen Problemen, diese lokale Kreisläufe wieder zu reaktivieren. Ja, vielen Dank. Also für mich bleibt das fast im Fazit, dass der Dialog, dass der Bürgerdialog unheimlich wichtig ist. Also wir können natürlich sehr viel publizieren, wir können auch mit viel Geld, also Werbematerial in die Welt hinaussenden, aber ich denke, das Gespräch, so wie wir das hier heute Abend geführt haben, ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Herr Schmolke, wie sieht es aus? Würden Sie denn jetzt eigentlich mit der Kenntnis, die Sie erlangt haben und dann auch der Reflexion aus den unterschiedlichsten Kommunen heraus, würden Sie das Thema nochmal neu aufgreifen, also nach einer gewissen Zeit halt an die Orte wieder zurückkehren wollen oder ist das für Sie jetzt damit abgeschlossen? Das ist ja mal die eine Frage, was ich will und was Redaktionen wollen. Und Redaktionen sagen, hatten wir schon und dann machen sie es nicht. Von daher muss man schon immer aus so einer, ich sage jetzt mal, journalistischen Verwertungssicht immer überlegen, was ist denn der neue Ansatz oder so. Da wir aber gemerkt haben, dass der Film ja auch bei Phoenix, bei Tagesschau 24 und so lief, also der wurde ja zigfach auch wiederholt, dass es ja ein überregionales Interesse an dem Thema gibt, stellt sich für mich eher die Frage, inwieweit man sozusagen eher für die ARD dazu mal was machen könnte. Also sozusagen dieses Thema tatsächlich ein bisschen mehr aufs nationale Level hebt und auch da politisch guckt, was da sozusagen passiert. Ich meine, da sind wir jetzt ja mit dem Film auch nur in Ansätzen dran gewesen. Ja? Also wir sind ja auch nicht krass in die Tiefe gegangen zu gucken, was Herr Scherer gerade zum Beispiel anspricht, ja, mit den unterschiedlichen Datensätzen bei verschiedenen Landesbehörden oder so. Das sind ja auch Dinge, die hätten auch in so einem Film Platz finden können. Also das würde mich schon interessieren, auf so einem nationalen Level halt zu gucken, jenseits von dort lokal und da ist ein Problem. Was machen wir eigentlich politisch? Sind wir eigentlich gerüstet dafür? Haben wir Akteure, die das Wissen haben? Gibt genug Geld in Forschung, um die Sachen auch aufzuklären und so? Also das könnte ich mir vorstellen, dass das was ist. Jetzt ganz aktuell, unsere Fortsetzung war ja quasi Sand und Kies, weil wir halt gemerkt haben, lass uns mal die Rohstoffe, klar, Wasser ist kein klassischer Rohstoff, aber ein bisschen angucken. Da sind wir erstmal dran, dass wir vielleicht noch zum Thema Holz was machen oder so, mal gucken. Das ist ja auch gerade in aller Munde und ist aber auch komplexer, als man denkt. Thema Waldumbau, haben wir überhaupt das Holz dann noch da, was wir zum Bauen gerne verwenden wollen würden und so. Also vielleicht gehen wir erstmal in die Richtung, aber die Sedina-Leute, die haben alle meinen Kontakt und wissen, dass ich offen dafür bin, dass wenn es da neue Entwicklungen gibt, dass ich da auch wieder dabei bin. Und genau, also wenn Sie auch irgendwie Themen haben, wo Sie denken, es könnte was sein, können Sie sich gerne auch bei mir melden. Ich bin nur nicht Brandenburg aktuell oder so, sondern mache halt wirklich eher gerade nur längere Filme. Genau, aber bin auf jeden Fall beim Wasserthema voll dabei, weil ich meine, ist ja auch für meine Generation, sage ich mal, um diesen Klischeesatz ein bisschen zu bringen, aber es ist ja so, dass man sich halt einfach fragt, was ist in, ich sag jetzt mal, 50 Jahren, wenn ich halt auch noch lebe und auch gerne noch Wasser trinken möchte und vielleicht auch noch an den See springen möchte. Und deswegen ist es einfach ein Thema, was mich umtreibt. Und ja, deswegen werde ich da schon auch weiter dranbleiben. Sehr schön. Also ich könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass so ein Dialogprozess, der jetzt mit dem Wassertisch dann angestoßen wird, ne, dass der in der Langzeitbeobachtung durchaus mal begleitet wird, ne, und nicht nur tagesaktuell
mit einigen Zusammenfassungen, der nachher im Nachrichtenblock von Brandenburg aktuell die Runde macht, sondern dass man natürlich dadurch auch die Entwicklung gut beobachten und auch darstellen kann und sicherlich auch Rückschlüsse wiederum daraus zieht, indem man das also in der Rückwirkung dann sich auch nochmal vor Augen führt. Ja, also wir hatten eigentlich eingangs gesagt, wir diskutieren hier so lange, bis der Letzte die Runde verlässt, ne? Aber jetzt haben wir es 20.58 Uhr. Ich würde mal die Frage stellen an den Kreis derer, die noch unter uns sind. Gibt es jetzt noch weitere Fragen, die wir unbedingt miteinander besprechen können? Oder vertagen wir uns oder gehen wir in die Gremien hinein? Und da wäre es sicherlich natürlich auch gut, wenn Herr Schmolke dann uns ja in der einen oder anderen Runde nochmal begrüßen würde als Experte. Wie sieht's aus? Gibt es noch Fragen? Gibt es weitere Hinweise? Ich wollte mich nochmal zu Wort melden. Ernst Alfred Müller, ich bin der Leiter der Ökofilmtour und leite dieses Filmfestival seit 16 Jahren. Und natürlich ist das Wasserthema in so einem Festival des Umwelt- und Naturfilms ein Dauerbrenner. Wir haben natürlich auch immer die globalen Fragen dabei im Blick, also Trinkwasser als Menschenrecht, das hat viele Filme sehr ernsthaft bewegt. Da sind wir in andere Länder gegangen und der Nahe Osten war ja eingangs schon mal von Ihnen erwähnt worden. Was jetzt aber in so einem ländlichen Raum des Landes Brandenburgs eine große Rolle spielt, ist natürlich die Landwirtschaft. Und darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Das ist der Nitrateintrag in das Trinkwasser, der eben vielen Wasserbetrieben große Sorgen macht und Deutschland insgesamt ja auch von der EU noch immer mit einer großen Strafe zu rechnen hat, weil eben zu wenig getan wird, um da Abhilfe zu schaffen. Es werden also große Aufwendungen von solchen Ballungsräumen wie Berlin auch in der Richtung gemacht, dass man eine vierte Reinigungsstufe einführen will, dass man also auch unsere Antibabypillenreste und medizinischen Reste aus dem Trinkwasser herausfiltern muss. Auch daran muss sicherlich bei anderen Diskussionen noch gedacht werden. Also dieser Film in unserem Festival in diesem Jahr, und da möchte ich Herrn Schmolke ein großes Kompliment machen, ist bis jetzt einer der meistgefragten Filme. Und wir werden wahrscheinlich Ende August, ich habe von der Landtagspräsidentin die Genehmigung, dass wir im großen Plenarsaal das Festival, das ja eigentlich im Januar eröffnet werden sollte, was aus bekannten Gründen nicht geklappt hat, werden wir also diese Eröffnung Ende August im großen Plenarsaal des Landtags nachholen können, dann hoffentlich ohne Personenbeschränkung. Und Sie werden, da wird mir jeder recht geben, dass natürlich eine Diskussion, bei der man sich direkt sehen kann, bei der man beieinander sitzt, dass die zu solchen Fragen dann auch noch eine größere Tiefe und eine größere Wirkung hat. Ich wollte damit nur sagen, wir sind nicht am Ende der Diskussion. Die Ökofilmtour wird also auch am 22. in einer hybriden Veranstaltung im Haus der Natur, auch mit Herrn Schmolke anwesend und noch anderen, dann zu diesem Thema diskutieren. Und uns interessiert natürlich auch so eine Industrieansiedlung wie durch Tesla an einem Trinkwasserschutzgebiet. Ich wohne in der Nähe von Agna und bin natürlich da wahrscheinlich auch mit meinem Trinkwasser angeschlossen. Also das sind im Land Brandenburg Themen, die uns alle bewegen und auch dort, wo man jetzt vielleicht nicht so viel Landwirtschaft hat wie in Großklinike, dann doch mitbedacht werden sollen. Und die Ökofilmtour richtet sich natürlich an Kinder und Jugendliche. Wir sprechen also im Grunde genommen ab der ersten Klasse oder der großen Gruppe Kita über Trinkwasser und haben also auch in den zurückliegenden Jahren da sehr viel Aufklärung geschaffen. Und das ist sogar so weit gegangen, dass mittlerweile die Kinder ihre Eltern aufklären, weil sie durch unsere Veranstaltung da noch viel mehr erfahren haben
als zu Hause allgemein üblich ist, zu bereden. Also das wollte ich nochmal sagen, und Großglienicke ist das erste Mal bei der Ökofilmtour dabei. Ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich und fand diese Diskussion von Herrn Fahrland geleitet mustergültig. Denn wir haben wirklich in mehr als 70 Orten Mitveranstalter, sonst könnte dieses Festival gar nicht so stattfinden. Denn als Festivalleiter habe ich nicht die Möglichkeit, innerhalb von einem Vierteljahr in 70 Orte zu fahren. Und solche Diskussionen, die sind wirklich Gold wert. Und da werden die Filme dann auch nochmal richtig veredelt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Müller, für die guten Worte. Also falls jetzt wirklich keine Frage oder ein Hinweis nochmal käme, dann würde, doch, es gibt Herr Zülke, ja, bitte. Oder ist das nur der Applaus? Ja, das ist nur der Applaus, ja, ja. Das netten Worte. Ja, gut. Nee, dann schönen Dank. Ja, also wir haben uns ja den Namen gegeben, Filme und ihre Zeit. Ne? Und ich muss sagen, das ist also eine tolle Grundlage für uns gewesen, natürlich über den Dokumentarfilm auch den zeitlichen Bezug wiederum herzustellen. Insofern sind wir da sehr dankbar dafür, für die Ökofilmtour, dass wir in Kontakt gekommen sind, dass wir die Möglichkeit hatten. Und wir haben ja noch mal einen zweiten Termin am 11. September im Alexanderhaus. Da werden wir zu dem Thema jüdisches Leben in Deutschland einen sehr spritzigen, sehr witzigen und sehr nachdenklichen Film zeigen können. Da sind Sie schon mal ganz herzlich eingeladen. Thomas Oberländer, wenn jetzt mal die Möglichkeit gegeben wäre, die PDF kurz mit einzuspielen, dann würde ich noch einige wenige Worte dazu verlieren wollen. Klappt das? Thomas? Kurzen Augenblick noch. Kurzen Augenblick. Ja. Ja. Vielleicht sage ich noch, dass sich keiner wundert, weil wir ja ein Umwelt- und Naturfilmfestival sind. Der Film heißt Mazel Tov Cocktail und ist von jungen Absolventen der Baden-Württembergischen Filmakademie in Ludwigsburg gemacht worden. Dauert eine halbe Stunde, ist ein wirklich auch lustiger Film. Also der greift Probleme, die politisch sehr ernsthaft sind, auch mal von einer anderen Seite auf, so nach dem Motto, dass jüdische Witze von Juden erzählt, ganz andere Möglichkeiten haben, als wenn man so leichthin abfällig über irgendetwas spricht, was wir ja auch Antisemitismus in unserem Leben nennen. Also ich wollte darauf hinweisen, dass auch solche Fragen bei uns in der Ökofilmtour eine Rolle spielen, wie soziale Probleme, wie Fragen Krieg und Frieden. Sie werden mir sofort recht geben, dass all diese Themen, die ich genannt habe, für die Umwelt auf der Erde und überhaupt für das Leben auf der Erde eine ganz große Bedeutung haben. Ja, also vielen Dank. Wir sind da sehr gespannt. Und an dieser Stelle, jetzt funktioniert das mal, der kurze Ausblick, was wir in diesem Jahr mit unserer Filmreihe noch vorhaben. Also der 4. Juni hat ja nun stattgefunden, war eine sehr, sehr schöne und bereichernde Veranstaltung. Wir sind eigentlich auf die Fortsetzung jetzt der Ideensammlung und der Umsetzung gespannt. Am 18. Juni kommt Gundermann zu uns mit dem Dokumentarfilm von der Grit Lempe, Gundermann Revier. Wir haben die Protagonisten mit ein, das heißt also die Filmschaffenden bzw. Schauspieler, die die Drehbücher geschrieben haben. Das wird an der Stelle hier auch der Fall sein, Dann haben wir einen Filmschaffenden, einen Regisseur in Großglienicke, Bernhard Stephan. Der hat um 1990 ja faktisch eigentlich den letzten DEFA-Film noch mitgedreht, das Tandem mit Winfried Glatzeder, Hannelore Hoger und vielen, vielen anderen. Wird ein toller Abend werden, der 22. August. Da sind wir dann wieder auf der Badewiese. Da sitzen wir jetzt ganz aktuell beieinander und treffen die Entscheidung zu dem Film. Wir hatten ja in den zurückliegenden Jahren, und im letzten Jahr war es noch nicht möglich, aber davor immer 500 Besucher bei diesen Open-Air-Veranstaltungen. Das wird sehr, sehr spannend werden. Der 11. September haben wir kurz mit angerissen, mit Mazel Tov Cocktail. Am 24. September haben wir die Lausitz bei uns mit dem Film Wenn wir erst tanzen, wo 80 Hoyerswerda begeisterte Menschen
über Generationen hinweg. Der Jüngste ist da so knapp um die 10, 11 Jahre alt, der Älteste um die 75, sich einem Projekt gewidmet haben. Und die Kinder von Golze dürfen natürlich in der Reihe nicht fehlen, weil wir natürlich auch die 75 Jahre DEFA noch in diesem Jahr also gebührend mit wirken lassen werden. Und wir haben eine Sache, die haben wir jetzt unmittelbar in der Vorbereitung. Es gibt ja ein Atelierhaus bei uns, wo also sehr viele Künstler ihre Ateliers haben. Und dort wird es Ende des Jahres eine Ausstellung geben zu der Standbild Fotografin Pattenheimer, die sehr, sehr viele DEFA-Filme begleitet hat. Und dazu werden wir auch einen Film zeigen, da werden wir Gesprächsrunden organisieren. So, jetzt mache ich aber mit der Eigenwerbung hier Schluss, weil das eigentlich gar nicht das Thema war. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass wir ein breites Spektrum haben. Ja, also vielen, vielen Dank in die große Runde jetzt noch mal hineingesprochen. Es war ein toller Abend und diese Online-Variante, muss ich sagen, ist wirklich eine große Bereicherung, weil wir dann natürlich auch die Möglichkeit haben, in der Folge über YouTube, also jeden Abend gesehen zu werden. Aber das Gespräch ist eigentlich viel entscheidender und man spricht also einen großen Kreis an. Herr Müller, vielen, vielen Dank den Initiatoren und Sie sind ja wohl auch von Anfang an dabei bei der Ökofilm-Tour und haben da sehr, sehr viel Gutes geleistet. Also da kann man Sie nur beglückwünschen. Nochmal großer Dank in die Runde hinein. Wir sind auf alles Weitere sehr, sehr gespannt. Und ja, damit verabschieden wir uns und wünschen noch ein schönes Wochenende und einen guten Sommer für 2021. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen Abend noch. Ja. Gleichfalls. Danke.